In Bruchhausen-Vilsen, südlich von Bremen, rollt auf 1000 mm Spurweite die erste Museumseisenbahn Deutschlands. Unter der Obhut des Deutschen Eisenbahnvereins fahren seit 1966 Nostalgiezüge zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf. Im Laufe des langen DIV-Bestehens ist eine einzigartige Sammlung von mehr als 100 historischen Fahrzeugen zusammengekommen. Der Bestand reicht von alten Dampfloks über Triebwagen bis hin zu betagten Wagen. Viele Exponate sind sogar betriebsfähig und regelmäßig auf der Museumsbahn unterwegs. Wir möchten Ihnen die erste Museumseisenbahn Deutschlands vorstellen, haben die Museumszüge begleitet und einen Blick hinter die Kulissen geworfen. In einigen historischen Szenen können wir Ihnen die Anfänge zeigen. Auch ein Besuch beim Kaffkieker zwischen Sieke und Eistrup fehlt nicht. 58 Minuten Museumsbetrieb pur, ein Ausflug mit Kleinbahnatmosphäre und ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten.